Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu Let's Play Together Unturned. Mit mir und dem Reaper Harbinger. Hallo. Leg dich hin, Tote reden nicht. Also, Ja, man hat hier gerade gesehen, hier waren so ein paar Zombies noch teilweise in der Aufnahme, die mussten wir schnetzeln, weil wir hatten hier ausgelockt. Es kam jetzt 2 Tage keine Folge hoch. Warum? Haust du ab, du schwule Ding, du? Bleib auf deiner Matte da. Na cool. Warum ist keine Folgen an den 2 Tagen? Haust du ab? Okay. Warum ist keine Folgen gab an den. Was tust du da? Ich mach doch gar nicht. Ich lass dich jetzt nicht mehr aus den Augen, Ich du auch nicht. Rattenhabicht. Ich auch nicht. Warum es keine 2 Folgen gab, war ganz einfach Internet und YouTube. Wir hatten hier Buddelarbeiten in der Straße und deswegen hatten wir kein Internet. Beziehungsweise ich hatte kein Internet. Und da der Reaper Harbinger, also alias der Rattenhabicht und ich das zusammen hochladen, kamen bei ihm auch keine 2 Folgen. Genauso wenig wie bei mir. Ja. Ja, es wird dunkel. Haust du ab? Geh auf deine Matratze! Das Ich ist will meine noch mal. Matratze! Scheiß Das doch an, ist hab ich. meine Matratze. Na gut, ist hier. Pass mal auf, dass ich nicht gleich deine stürme, dann bist du ein toter Rattenhabicht. Moldikorn. Nehmen wir mit. Doch. Das Hätte ganz kurz einen Cut. machen wir jetzt erstmal an Muldi. Na, Reaper? An Muldin? Freunde, falls ihr kurz einen Cut gesehen habt, ich bin kurz auf meinen Desktop gegangen, deswegen ein ganz kleiner Cut gewesen. So. Ich bin am Überlegen, ob wir dich in Deppenhabicht umfunktionieren. Was denn habe ich? Ja, Deppenhabicht. Ja, ich habe schon Wir die Tasten alles. sind bei Taylor Beach, sind wir. Taylor Ja. Beach. Da hinten sieht man auch irgendeinen an Stadt. Ganz in der Ferne. Ja, das ist Burrywood. Kann sein. So, ich bin voll, beziehungsweise. Haust du mal ab, du Voller? Nein, ich bin leer. Du bist so eine richtige Kotztüte, jetzt mal ernst. Das ist nicht nett. Ich bin nie nett. So. Ich war noch nie nett und ich werde es auch nie sein. Guck mir jetzt Das einfach war den übrigens ein Mond an, der gar Scherz. nicht. Guck mir jetzt einfach den Mond an, der gar nicht da ist. Ich sehe da nur ganz, ganz viele Dinger an der Decke da oben. Ich will jetzt nicht sagen, nach was das aussieht. War das hier unser Auto? Das Auto war. Nee, das war nicht unser Auto. Das hat auch noch 18. Nee, das war unser Auto. Das war unser Auto. Nein. Nimm den mal mit nach Doch. vorne. Doch, das ist unser Lieferwagen. War das ein grauer? Ja. Geh den mal auftanken. Ui. Und mach mal das Licht an, dass man dich sieht. Uah. Aus dem Weg. Kann man gar nicht auftanken. An einer Tankstelle. Alle sind die Spritpreise so teuer. Uah. Hast du denn Geld dabei, um zu tanken? Vorsicht, fahr da nicht lang, ich bin am Schießen. Sonst endet das wieder tödlich für dich. Oder für mich, weil der Ratten habe ich nicht fahren kann. Ich kann besser fahren als. Der fährt nämlich wie so eine besenkte Sau, besoffene Sau, ja. Irgendwas in der Art. Also. War Ne. schlimmer als, ne? Du. Nee, nee, nee. Ich. Lady Nee, das. nee. Hier, willst du nicht den pinken Lieferwagen haben? Jo. Der sieht viel schöner aus. Das ist das perfekte Mädchenauto. Schuhe! Weißt du, so wegen Mimi, Mimi, Mimi und so. Ja, der kommt natürlich hier sofort zu mir gerannt.
Obwohl du da draußen Krach machst, ohne Ende. Das ist Oh, genauso hallo. sinnvoll. Hallo, steig ein. Ey. Hier liegen Patronen für dich, ne? Du rattiger Habicht. Danke, du Armleuchter. Jetzt kann ich das Auto nehmen. Ups. Wir sollten zusehen, dass wir hier ganz, ganz schnell wegkommen. Denn wir haben nur noch 10% Tank. Ja, warum wohl? Lol, habe ich den jetzt nicht erwischt? Nein, sieht nicht so aus, ich kann an meinen Händen gucken. Ja, der Lieferwagen hat hinten keine Fenster. Nee, ich komme nicht mal so weit nach hinten. Wo fahren wir jetzt überhaupt hin? Wir fahren jetzt gerade Richtung A1. Nee, keine Ahnung, warte. Wir fahren jetzt nach zum Airport. Ja, das ist gut. Da wollte ich nämlich hin. Arportius. So, Leute. Das hier ist der Airport. Man sieht das da schon. Wo denn? Steht doch da fett dran. Kannst Wo du denn? Nicht lesen? Oh. Was du immer mit deiner Knarre. Kannst du bitte das Messer nehmen und hier nicht so ein Blutbad anstellen? Ja, das, genau das meinte ich. Jetzt kommen hier nämlich wieder 10.000 ja, Viecher raus. Also, wie das hier wieder aussieht, ne? Ja, das ist unglaublich, was du hier in kürzester Zeit hier liegen Patronen für dich, du Affe. Nee, echt, das ist unnormal für dich. Hier liegen Patronen für dich. Würdest du hier bitte mal herkommen? Hier, da wo ich hüpfe. Ja, ja schneller. Ich weiß, ja. Los, komm. Beweg deine Schenkel. Ja. Kann ich doch nachher aufnehmen. Es ist unglaublich, ey. Ja, unglaublich. Man sieht da jetzt nicht ein Loot mehr, weil du da alles voll gesifft hast. Genau. NATO-Tracer, ne, die brauchen wir nicht. Die sind selber gereckt. Kann ich doch nichts für. Hier liegt Kleidung ohne Ende. Mich jetzt hier schon erstmal wieder heilen, weil mich da wieder so ein Vieh angeknabbert und angenagt hat. Leute, wir können über alles reden. Ich glaube, das sehen die so ein bisschen anders. Kommt schon, Leute. Die sind da nicht sehr human, die Viecher hier. Nee. Die waren mal human. Da hab ich Sloops. Als sie noch gelebt haben. Waren sie noch human? Ja, das sind sie jetzt nicht mehr. Sie sind nun dehuman. Dehuman. Nein, das war jetzt mal überhaupt nicht lustig, aber egal. Ja, das hast du aber früh gemerkt. Ey, das dauert 10 Jahre, bis du hier oben auf dem Turm bist, Alter. Knappsack. Lol. Und hier ist ein Griechimichi, der mich natürlich gleich erstmal begrüßen kommt. Mittlerweile habe ich dann so den Kommandoturm für mich entdeckt. Da soll man nicht mit dem Flugzeug fliegen kann, das ist unfair. Ich habe eine Magnum gefunden. Ja. Hier liegen schon wieder Patronen für dich. Bringe ich dir mal mit? Yep. Irgendwo habe ich hier doch gerade einen Zombie gehört. Ich bin doch nicht blöd. Brr. Nee, hier ist wirklich keiner. Ich habe zwar das Geräusch gehört, aber. Es kann auch wieder sein, dass ich hier einfach nur wieder Paraanfälle kriege. Oder du hast Tonga und deinen Magen. Das wohl eher weniger. Das hört sich, glaube ich, nicht wie ein Zombie an. Man weiß ja nie. Oh, jetzt weiß ich, wo sie sind. Sie sind hinter dem Gebäude gewesen. Ich hüpfe da auf dem Fenster und fasse auf das Vieh drauf. Das war gerade so eine echt geniale Sache. Also ich segel da aus dem Fenster raus und sehe da den Griechi-Michi. Taylor Beach waren wir. Jetzt sind wir beim Belfast Airport.
Ja, und damit sind wir eigentlich schon fast durch, ne? Ja. Kensington Camp Guard waren wir schon. Montague waren wir auch. Somerset Karte. Peninsula waren wir da schon. Wo? Ganz unten rechts bei Somerset waren wir da schon. Damals halt Pen. Bla. Peninsula. Ja. Kann Corton sein. Island, da waren wir noch nicht. Da könnten wir gleich mal rüber schwimmen. Bei Corton Island, da waren wir noch nicht. Da könnten wir jetzt eigentlich mal rüber schwimmen, oder nicht? Ja, ich würde sagen, wir gucken hier jetzt nochmal, was hier noch so abgeht und sonst nicht mal die scheiß Knicklichter zünden. War ich nicht. Hä? Ich habe nur eins geworfen, warum leuchten denn zwei? Das frage ich mich auch gerade. Vielleicht, weil ich auch eins geschmissen habe. Merkwürdig. Hier sind übrigens Tanks. Ah ja, da war ja was. Ach, meine ist schon voll. Das nützt uns aber nicht viel. Hier liegen zwei Atomsprengköpfe. Was, Atomsprengköpfe? Yep. Siehst du doch hier, hier sind doch zwei Atomsprengköpfe. In der Tat. Dann frage ich mich doch, was die auf dem Airport zu suchen haben. Das Flugzeug ist definitiv hin. Also mehr als hin geht da echt nicht mehr. Das ist sowas von ramponiert. Er ist hin und weggerissen. Hier liegt noch ein Katana. Aber sonst liegt hier eigentlich viel jetzt nicht mehr so direkt. Weil ich die Hälfte auch gelootet habe. So, Vielleicht wir machen wir können nachher eine jetzt Quiz. mal darüber gehen zu der Insel. Corting Island. Island. Jetzt ein Eis. Jin versucht wieder witzig zu sein. Versucht er immer. So, Island. was ist? Island. Also auf jeden Fall sind hier schon mal Zombies. Ach, du bist ja jetzt schon rüber gejumpt, oder wie? Nein, Alter, was ist das? Boah. Denn? Alter. Es ist tief, tief, tiefer. Alter, das Tiefer, ist was? unglaublich, was hier ist. Alter Schwede. Was ist? Hast du einen Knochen gefunden? Nein, viel besser. Was? Das war eine Aliensprache. Alter, das glaubst du nicht. Was Glaube ich hier jetzt schon los nicht. ist? Ich bin nass. Oder sollte Ich ich bin auch besser sagen, ich feucht. bin feucht? Ja, noch bin ich nass, gleich bin ich feucht. So, jetzt läuft das ganze Wasser die Kleidung runter. Jetzt bin ich feucht. Und was habt ihr denn gedacht? Also Ich bin wirklich. immer feucht. Ja, an der Nase. Nein. Ich schwitze. Immer. Oh, es ist so eklig. Ich sehe hier einen Gartenstuhl mit Ein einem Gartenstuhl. Schachbrett drauf. Ein Gartenstuhl. Duh. Ey, Zombies können nicht schwimmen. Zombies können nicht schwimmen. Wow. Hallo? Chill down. Also auf dieser Insel ist anscheinend nichts. Doch, ein riesiger Schiff. Ein riesiges Schiff. Nein. Ich bin jetzt gerade mal an die Ostseite gelaufen hier. Oh, Aber ich wollte ich sehe gar da nicht was mehr anderes. Und das. sehen. Oh, ich sehe doppelt was anderes. Das wird jetzt sterben. Vor jedes Vieh kriegt es nicht hin, weißt du?
Da ist ein Reh nebenstehend. Weißt du, ich schieße auch mit Schalldämpfer und das andere bleibt einfach stehen und lässt sich danach erschießen, weil es den Schuss anscheinend nicht gehört hat. Ah! Also das ist so lächerlich, weil ich meine, ich merke doch, wenn jemand neben mir umkippt oder nicht. Es ist doch genauso, wenn irgendein Bankräuber im Real Life, wenn der irgendwie eine Bank ausrauben will, der wird auch nicht erst fragen, hey, darf ich die Bank ausrauben? Ey, wie beschissen dämlich wäre denn das? Das bringt mich mal. Da musst du aber auch Oder noch damit rechnen, dass ein paar Sekunden später das SEK vor der Haustür steht. die lachen mich aus. Das war eher weniger. Oder beides. Lachen mich aus und dann heißt es. Die haben Knöpfchen unterm Tisch. Und wenn sie das drücken, dann bist du gewaltig am. Dieses Geräusch wurde zensiert. Oh Mann. Oh. Jemand Schach spielen? Man mag nichts. Jetzt gerade schon zig Möglichkeiten gehabt, dich zu erschießen. Ja. Holztisch. Sehe ich. Also auf dieser Insel gibt es eigentlich nichts. Doch. Bis auf einen Tisch, einen Stuhl, noch einen Stuhl und ein Schachbrett. Es wird Tag. Und das riesige Schiff da hinten. Ich sehe jetzt zwei Zombies. Ach, da hinten. Ja, und Fischkutter. Ich glaube, das ist kein Fischkutter, das ist, glaube ich, irgendein Containerschiff oder sowas. Aber ein verdammt kleines. Essen. Na, oh nö. Ich glaube, so müssen sich die Leute auf der Titanic gefühlt haben. Wir Ich sinken! bin voller Warum hilft Brocken. uns denn keiner? Hast du übrigens ein Vieh vergessen? Bin voller Drogen gerade. Alles so schön bunt. Oh nein! Jack! 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 Ich bin hier raus! Ich bin hier! Ich bin hier hinten! Jack! Oh, Jack! Oh, Rose! Ja. So ungefähr hat sich das dann abgespielt. Ja. Hey. Also André, Reaper, ich glaube, wir sind angekommen. Ich glaube, das ist Spanien hier. Hallo Spanier, wir kommen von Germany. Yeppepi. Oh, wir haben eure Fracht verloren, die schwimmt hier hinten rum. Aber ich bin jetzt weißer Hai. Spaß, geh mal absaufen. Wie komme ich da eigentlich in den Container rein? Gar nicht. Unfair. Also ist hier hinten ein Schiff, ein geheimnisvolles, halb versunkenes, Halt auf. ramponiertes, havariertes Schiff, das die Insel gerammt hat. Aber ich werde jetzt Wie auch wieder wollen zur die? Hauptinsel rüberschwimmen, denn es ist gleich wie der Zeit. Ne? Für die nächste Folge. Wir machen nämlich ab hier dann auch wieder Sluice. Und der Gina-Zaffer, der würde sich freuen, wenn euch gefallen hat dieses Video. Und würde sich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Play Together Antönant mit Ripabinger und Gina-Zaffer.
Und Ja. an dieser Stelle Internet und YouTube verabschieden wir uns mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Au.